Ibo Aslan sehr motiviert. Will hier, glaube ich, gleich einmal ein Statement ansetzen. Für die 93 Kilo Klasse. Gleich mit einem harten Low Kick. Der Georgier recht unbeeindruckt. Noch ein Low Kick. Auf jeden Fall ist Aslan hier in besserer körperlicher Verfassung. Ja, das auf alle Fälle. Wirkt auf jeden Fall austrainierter. Trotzdem, dass er über seinem Gewicht kämpft. Oh, ein sehr, sehr schöner Low Kick. Ja, und zu spät nachgegangen. Da war er ein bisschen jetzt schläfrig. Den hätte er jetzt schon finishen können. Bei der Gewichtsklasse, da geht auch schon was weiter. Ja. Er wird jetzt weiter auf diesen Low Kick setzen, da bin ich mir sicher, weil den steht der Georgi nicht mehr. Kommt mit wilden Schwingern vor. Aslan eindeutig leichtfüßiger auf den Beinen. Ja. Und wieder getroffen, ein Low Kick. Ja. Das Bein auch schon hier leicht gerötet des Georgiers. Wird, glaube ich, nicht über die Runde drüber gehen. Sieht mir nicht danach aus. Der Georgi atmet schwer. Das linke Bein bewegt sich kaum noch. Ja. Und da sind wir schon im grauen Pound. Und das Handtuch ist schon weg. Ja, ich glaube, der hat sich jetzt beim. Ja, die Wade. Wir sehen hier sehr, sehr schön die Wade. Sehr, sehr gerötet aus unserer Position vom Käfig aus. Wie gesagt, das wirkt mir wie ein Statement in Richtung der 93 Kilo Klasse. Schauen wir mal, wie die Antwort drauf kommen wird. Ja, bin ich gespannt. Ja. Ja, Ibo Aslan jetzt mit einer Bilanz von 11-1. Ja. Das sagt schon was aus. Da kann es damit, reiht er sich gleich in die vorderen Reihen ein. Dementsprechend wird es interessant, wenn dann in der 93 Kilo Klasse hier wirklich willkommen heißt. Wer? Bei La Vendetta. Seien wir gespannt drauf. Der Georgier humpelt hier in die Mitte. Man sieht sie wirklich schön. Die Wade ist sehr, sehr geschwollen. And aus unserer Perspektive. Ja, die wird schon ganz blau und rot. Man sieht es jetzt auch schön bei Ihnen, meine Zuschauer. Am Bildschirm hat man es gesehen. Das eine Bein ist etwas geschwollen, das linke. Aus Ihrer Sicht das rechte. Also das linke Bein von uns, von dem Kämpfer aus, sieht sehr geschwollen aus. And now we have the official decision. The winner because of the towel throw from the red corner. After 1 minute and 31 seconds of the very first round, Ibo, the last Ottoman, Aslan!